So, weiter geht's. In der Liga, zwei Spiele jetzt in Folge verloren. Und der nächste Gegner ist natürlich Eintracht Frankfurt. Also das, ihr kommt jetzt gerade so ein bisschen Schlag auf Schlag. Wie gesagt, wir sind drei Spiele sieglos. Das kenne ich so eigentlich gar nicht. Aber man, naja. Wir haben jetzt 7 Punkte aus 5 Spielen. Wir hatten 6 zum Auftakt. Und jetzt müssen wir mal wieder gewinnen, also ein bisschen was hochkommen. Naja, gehen wir halt auf jeden Fall ins nächste Saisonspiel. Eintracht. Und das auswärts auch noch. Also gerade genau der Gegner, der uns letzte Saison so aus dem DFB-Pokal gehauen hat. Ja, schauen wir mal, was in Frankfurt geht. Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn in den letzten 3 Spielen konnte er 3 Tore verbuchen. Geht das für ihn so weiter? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Wir melden uns aus dem regnerischen Deutsche Bank Park. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß, gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Mit der besten Defensive der Liga im Rücken werden sie hier im Heimspiel natürlich selbstbewusst auftreten. Ja. Und damit haben sie natürlich beste Voraussetzungen für dieses Spiel. Vor allem müssen wir jetzt erstmal so bleiben, wie es ist, weil wir können jetzt nicht nachkaufen. Höchstens ablösefreie Spieler oder sowas, aber vorher geht's nicht. Ungewöhnliche Taktik, sagen manche. Ich bin gespannt, wer da die haben echt aufgerüstet, die Frankfurter, ne? Offene Taktik, sehr flexibel, sehr variabel, so da ist ja fast gar nichts mehr original dabei. Na gut. Auf geht's in Frankfurt. Die Frankfurter mit dem Anstoß, los geht's. Fakt ist, dass wir wieder ein bisschen raus müssen aus dieser Negativspirale. Wie gesagt, 3 Spiele sieglos, darunter dann gut Dortmund, Leipzig und in Augsburg. Also, naja, in Frankfurt wird es nicht ganz einfacher. Gut, ciao. Aber der dann den Ball verliert gegen jemanden hier zu. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt, Taras Stepanenko. Jetzt haben wir es, weil der Kotschak das gelöst hat. Aber dann den Ballverlust in der nächsten Bewegung, in der nächsten Vorwärtsbewegung. Solo. Aber da muss er mehr draus machen, das ist eine verschenkte Chance. Bobilanski. Scher und der kocht den da ab da außen. Bakambu. Ball ist wieder weg. Gut gelöst. Jetzt Angriff. Ah, nicht ganz. Gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Aber wohin? Wir haben hier das erste Tor für RB Leipzig. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind. Gut gemacht. Vielen Dank für das Update. Guter Pass. Schöner Ball auf Kobylanski. Gefährliche Szene. Und Trapp verhindert das 0:1. Den hält der Torwart natürlich. Es gibt Ecke. Jetzt die Ecke. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Kubilanski, der jetzt probiert natürlich mit der Flanke. Auch der kommt nicht wirklich an. Der Rosen hat die nächste Chance. Und Tor! Hm. 21. Minute. Alario. Tor Nummer 3 in Folge. Da ist nochmal die Entstehung dieses Tores, da ist die Flanke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch sehr gut. Hier nochmal dieser Treffer. Keine Chance für Trapp und da steht das 1:0 für die Gäste hier.
Vielleicht wieder der erste Sieg im vierten Spiel, danach vier Spielen. Sein drittes Saisontor. Ja, wahrscheinlich haben wir mal versucht, gut nochmal größer gewinnen in der Winterpause. Ah, gut gelöst. Aber die Vorwärtsbewegung kommt nicht rein. Vorwärtsbewegung klappt nicht. Oh, der ist schlecht. Gut gespielt. Glück gehabt, dass das Abseits war. Glück gehabt, dass das Abseits war gerade, weil das wäre nämlich sonst das sichere 1:1 geworden. Aber gut, okay. Nehmen wir mit. Buschel ab. Ah, den hätte er anders spielen müssen, weil das wäre besser gewesen, ihn schon mal da vorne reinzuschicken. Glück gehabt! Chance zur Flanke jetzt. Und jetzt die Chance. Tor 2:0! 30. Minute, Lucas Alario mit dem Doppelpack. Tor Nummer 4 in dieser Saison. Das im 6. Spiel. Also da hat sich auf jeden Fall was gelohnt. Diese Investition. Auf jeden Fall da schon mal was gemacht. Also 4 Tore haben wir jetzt hinbekommen. Sorry, ich glaube, ich hatte mein Mikrofon die ganze Zeit aus. Also 4 Tore hintereinander auf jeden Fall jetzt. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt, da was zu holen. Die Nummer 19, Lucas Alario. Ja. Also ich möchte heute nicht in der Haut des Spielers stecken. Der Regen hört nicht auf. Auf jeden Fall da schon mal die Haut. Sie will die Hausaufgaben aus. Also der Nächste, der jetzt durchläuft, laufen will. Dank der Drainagen heutzutage sind die schon. Was macht er draus? Und dann steht sogar 3:0. Komm, Bilanski. Aber auch gut rausgespielt. Wie lief Del Rosso und schön vorne freien Lauf. Und dann gib ihm. Und sogar durch die Beine von Trapp. Also 0:3. Auf jeden Fall 0:3 jetzt schon mal. Und der nächste Ballverlust der Frank. Vor der die Schalker probieren es natürlich. Die wollen natürlich jetzt hier weitermachen. Wenn sie schon mal den Lauf haben. War kein Foul. Kolasinac hat jetzt im Anschlusstreffer gegen RB, aber dann am Ende das 2:4 dann nochmal am Ende nach dem Ballverlust. Man hat sich so ein bisschen selber die Gegentore geschenkt gemacht. Es gibt Neuigkeiten aus der Opel Arena. Da ist ein Tor gefallen. Rüber Mainz. Wir haben hier den zweiten Treffer für Hoffenheim. Der neue Spielstand heißt. Und dann ist es. Knappe Nummer hier. Abseits. Also keine Gefahr, Abseits. So, und jetzt irgendwie mit diesem 3:0 das zu 0 in die Pause mitnehmen. Oder vielleicht sogar nochmal nachlegen. Nächster Mal Richter, der jetzt durchgeht. 4:0 sogar. Kobylanski Doppelschlag. Was ist hier los? 0:4. Ich sage, irgendwie versuchen wir diesem 3:0 in Pause zu gehen und prompt fällt das 4:0. Doppelpack durch Kobylanski. Auch er mit seinem dritten, glaube ich, mittlerweile schon. Richter hier, der einmal durchmarschieren kann. Also, da die Aufgaben auf jeden Fall. Das ist Tor Nummer 3 übrigens. Er traf, glaube ich, am ersten Spieltag. Bei diesem Sieg gegen Union Berlin. 2:1.
Also auf jeden Fall haben wir schon mal die ein gutes Ergebnis bis jetzt in der Halbzeit. Und dann ist Pause. 4:0 der Zwischenstand. Wahrscheinlich zur Pause schon entschieden. Es steht 4:0. Viele Tore in Durchgang 1. Allerdings sehr einseitig verteilt. Ja, aber es ist eine dominante Vorstellung. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber es ist jetzt Halbzeit. Ne, es ist jetzt Halbzeit. Mal gucken. Ist in der zweiten Halbzeit läuft. Ob die Frankfurter da nochmal stärker werden. Kurz mal auf die Zwischenstände. Gladbach, Hannover, Hamburg 1:2. Die Gladbacher nach dem 1:4 gegen die Bayern im letzten Heimspiel auch schon wieder mit einem Rückstand. Mainz Hoffenheim 1:2. RB führt gegen Wolfsburg 1:0. Und Dortmund führt gegen den SC Freiburg 1:0. Und Köln gegen Bayern ist noch nicht angeschlossen. Und hier wird es überraschend hoch 4:0. Auch für mich überraschend, muss ich sagen. Aber ich nehme es mit. Und zumindest mal hier ein bisschen Frust von der Seele geschossen. Dieser 3 sieglose Spiele in Folge. Ah, schade, der jetzt ein bisschen. Der es sich sicher macht. Ich gebe es ganz offen zu. Mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich Barkok nicht gerechnet. Die Gelegenheit. Barkok! Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht Schwolo Probleme stellen. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in. So, und dann ist es klar, als Lukas Alari macht der Tor nochmal. 3 heute, jawohl! Legt das Ding um und legt weg. 0:5 der Zwischenstand. Das war ein guter Ball von Kobylanski. Für ihn das 5. Saisontor. Piontek momentan ein bisschen verdrängt. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. So passiv wie die Spieler auf dem Feld, so passiv sind die Anhänger außenrum. Komische Stimme. Kennt man sonst von. Oh, guter Ball eigentlich. So ist mein Eindruck im Moment. Ja, gut gelöst. Wie auf diesen eindeutigen Spielverlauf reagieren sollen. Ein Tor in der Opel Arena. Studio, jetzt alle Infos dazu. Und das kriegt der Rose nicht hin. TSG Hoffenheim. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 58 Minuten. Danke für das Update. Schöner Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ah, schade. Ja, das wäre ein bisschen besser gewesen. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für den. Jetzt ist er durch! Oh, Tor! Freude kommt da. 1:5, nächstes Spiel übrigens gegen Bremen. Der Rückstand ist zu deutlich. Ich glaube auch nicht an das Wunder. Wir waren jetzt mit viel, viel Glück dabei. Er ist noch dran, aber es reicht nicht mehr. Na, der war mit der Hand dann noch dran, ja. Tor Nummer 4. Mit dem Spielstand von 5:1 geht es hier weiter. Jetzt machen sie hier das Tor, aber ich glaube nicht dran, dass da noch viel geht. Ja, und Richter, der ist mal wieder schnell Gedanken geladen. Nein, das ist schwer. Dafür haben sie einfach ja, schade. Lang zu wenig zusammengebracht. Lukas Costa. Es gibt Neuigkeiten aus der Opel Arena. Da ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Mainz. Mainz 05. Damit steht sie nun 3:2. Gespielt sind 65 Minuten. Danke vielmals für die. So, Costa. Oh, da geht er volles Risiko. Aber war kein Foul. Und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Da war auch kein Foul. War ja auch perfekt Ball gespielt. Auch außen ist jetzt Platz. Klasse Zuspiel. Gehalten, aber der Ball weiter. Der Trapp, der verhindert sogar noch das nächste Tor für die Schalker. So, dann kann ich jetzt irgendwie wechseln. Dann nehme ich jetzt Piontek rein. So, dann wechseln wir direkt durch. Dass sie hier so deutlich vorne liegen, das hat natürlich eine ganze Menge mit der sensationellen Chancenverwertung zu tun. Das ist herausragend. So, also. Tor in der Opel Arena. Nächste Tor. 3:3 oder 4:2? Wir haben hier das nächste Tor.
Ne, 4-2. Der neue Spielstand lautet hier 4-2. 76 Minuten sind gespielt. Interessante Info. Dankeschön dafür. Douglas Costa. Jetzt die Flanke. Gute Aktion. Gut geklärt. Sieht Coutinho. Coutinho, den muss er besser spielen. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Piontek. So langsam wird's gefährlich. Piontek. Rinn damit. 6-1 für die Gäste. Klasse, wie er sofort da ist. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Ja, hätte so einen Pokal damals gespielt, wenn wir nicht weitergekommen. Tor Nummer 3 für ihn. Und damit beende ich meine Miniserie von 4 sieglosen Spielen, 3 sieglosen Spielen. Und gewinne heute mal wieder. 8 Minuten jetzt noch. 6:1 hier, klare Nummer. Da können wir schon mal einen Blick auf den nächsten Gegner wagen, Buschi. Der nächste Gegner von Schalke heißt Er kann es machen. Sie wollen kein Tor. Noch ein Tor aufholen. Aber hier hat es nicht geklappt. Leider nicht für die Frankfurter. Und damit sind sie ich habe ihn noch frei stehen, da durchlaufen sehen. Super Technik. Die Chance jetzt. Hab dich. Überhaupt nicht gefährlich. So, und dann ist es Nassim Bujelab. Da kannst du die andere auch nur laufen lassen. Und damit ist es doch der 1-6 die Heimniederlage der Frankfurter. Endlich mal wieder ein Heimsieg. Kleiner. Ja, haben wir auf jeden Fall geschafft. So. Chance zur Flanke jetzt. Aber gut gemacht auf jeden Fall, doch. Alle Hausaufgaben auf jeden Fall gelöst. Das ist erstmal das Wichtige. Gucken wir auf die anderen Spielstände. Oh, ja, Hamburg gewinnt in Gladbach schon wieder. Also die Gladbacher laufen auch momentan echt ein bisschen hinterher der ganzen Geschichte. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Tada. Auf jeden Fall war es genau richtig, da so viel Geld zu investieren für ihn. Was wir ihn dann geholt haben. So, auf jeden Fall die Aufgabe schon mal gelöst. Vielen Dank für diese Statements. So. Ja, vielleicht was. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sind jetzt in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem nächsten Spiel. Mit diesem Sieg sind wir wieder ein bisschen oben dabei und sind auf einmal nur noch 3 Punkte in Bayern. Also wir sind wieder voll dabei mit diesem Sieg. Auf jeden Fall freue ich mich dabei, wenn ihr wieder einschalten würdet. Bis zum nächsten Spiel.